Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir haben heute mal wieder was übelst krasses vor. Und zwar, wenn wir das erste Mal ein Trampolin in die Erde einlassen. Und ihr wisst ja, wenn man das macht, hat man unten so eine kleine Höhle. Und deshalb bauen wir uns unter dem Trampolin einen Trampolin-Bunker. Genau. Das wird so heftig. Genau Leute, und um den Trampolin-Bunker einzubuddeln, brauchen wir natürlich auch einen fetten Bagger. Und den haben wir am Start. Ihr habt gesehen, der Bagger ist einfach so heftig und dementsprechend haben wir uns natürlich auch angezogen. Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dieses Video wurde unterstützt durch Carrera, und zwar haben die uns so eine richtig nice Racingbahn zugeschickt, wo man sich das so mit Klemmbausteinen selber zusammenbauen kann. Werden wir am Ende auf jeden Fall machen, also bleibt natürlich dran. Und jetzt würde ich sagen, geht's an die Arbeit. Chris, ich darf zuerst baggern. Das ist der Trampolin-Bunker-Bauplan. Man sieht auf jeden Fall schon, dass da auch eine kleine Treppe hinkommen wird. Ich bin gespannt, wie wir das Ganze umsetzen werden. Also los geht's! Chrissy startet jetzt mit den ersten Schaufeln und ich bin echt gespannt, wie heftig einfach unser Trampolin-Bunker wird. Und danach werde ich ihm auch ein bisschen helfen. Okay Leute, jetzt geht's los! Oh Gott! Ah, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Die ersten Schaufeln sind gegraben und Freunde, das ist einfach so heftig, dass es jetzt losgeht. Der arme Rase, aber Freunde, dafür kommt ein fettes Trampolin da rein. Ja. Und jetzt darf ich mal baggern. Baggerfahrer, bin ich jetzt am Start. Und jetzt geht's los. Wie geht das nochmal? Hier ist der Schlüssel. Leute, die erste Schicht runter zu machen, war ja schon mega lustig, aber jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Ich glaube, das Ganze werde ich so ein bisschen von außen machen und Winnie wird in der Zeit die Ränder ordentlich machen. Also, los geht's! Sir Chris bekommt die Tür natürlich geöffnet. Ja. Freunde, das ist schon so heftig tief einfach, oh ja. Wenn man mal bedenkt, wie das vorher war. Oh, dann sieht man, dass wir von der Höhe oder von der Tiefe her schon richtig weit gekommen sind. Im Endeffekt von der Tiefe würde ich sagen, reicht das schon fast. Wir müssen es jetzt noch ein bisschen sauberer an den Ecken und so machen. Ich würde aber trotzdem sagen, wir gönnen uns erstmal eine kleine Pause. Wir haben nämlich noch nichts gegessen und nachher wird ein bisschen in der Nacht gearbeitet. Leute, es ist jetzt schon ziemlich spät und jetzt baggern wir noch ein bisschen weiter. Das heißt, jetzt werden die Lichter vom Bagger angemacht. Jo, ist das hell! Ich bin jetzt hier mal wieder in der Kuhle drin. Freunde, die ist einfach so tief. Ich glaube, das wird ein übelst heftiger Bunker. Und jetzt würde ich sagen, darf Chrissy diese Nachtschicht übernehmen. Also, let's go! Das war ja mal eine richtig erfolgreiche Nachtschicht. Freunde, ich würde sagen, wir haben den Bagger auf jeden Fall für 2 Tage gemietet. Ja. Das heißt, wir können morgen auf jeden Fall noch die ganze Feinarbeit machen. Das wird echt cool. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen. Jo Leute, guten Morgen. Heute ist schon der nächste Tag. Und das heißt, heute wird umso härter gearbeitet. Ich werde heute richtig viel Feinarbeit machen mit der Schaufel. Chrissy, der fleißige Baggerfahrer, macht ganz viel wieder mit dem Bagger. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir heute schon unser Trampolin hier reinstellen können. Jetzt wird weiter gebaggert. Leute, der Hügel hinter uns muss ja auch noch platt gemacht werden. Und das werde ich jetzt machen. Oh Gott, hoffentlich kippe ich nicht um. Ah, ah.
Gefühl, man kippt um. So sieht unser Trampolin-Bunker bis jetzt aus. Und Freunde, wir haben gerade einen richtig heftigen Fund gemacht. Und zwar ist dort einfach ein Gummireifen drin. Und den müssen wir jetzt erstmal rausbekommen. Dann bauen wir die Treppe und dann machen wir schon das Trampolin rein. Ja. Let's go. Hier seht ihr den besagten Gummireifen, den wir jetzt aus der Erde rausholen werden. Winnie ist hier schon fleißig am Arbeiten. Aber das geht schnell. Ja? Ja. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Der Reifen ist draußen. Boah. Und. Puh. Sieht aus wie ein Motorradreifen, aber jetzt ist unsere Treppenstufe frei und wir können unsere kleine Treppe bauen. Unsere Trampolintreppe ist jetzt fertig und jetzt heißt der nächste Schritt, das Trampolin reinheben. Ich glaube, das wird richtig schwierig, weil das auch total schwer ist. Ja. Aber mal gucken, ob wir es schaffen, ne? Und jetzt ist es erstmal die wichtigste Frage, passt das Trampolin rein? Hoffentlich. Hilfe, Leute, ich hänge an der Klippe. Sicher. Oh, Leute, ich wäre fast in diesen tiefen Graben gefallen. Oh mein Gott. Wir haben jetzt einfach mal unser Trampolin so über unsere Grube gestellt und Freunde, das Ding ist an der einen Ecke, sieht es ganz schön knapp aus, also da müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber kommt mal mit, schaut mal, wie cool das einfach schon ist. Oh, hier gehe ich rein und so sieht es jetzt einfach aus. Chrissy, wie krass ist das bitte schön? Das sieht schon sehr heftig aus. Ey, ich freue mich so, wenn das nachher hier unten ist und wir drauf springen können, ne? Ja. Das heißt, hier, diese Ecke, werden wir jetzt nochmal nacharbeiten. Das Ding ist, wir haben es jetzt so reingemacht, dass es alles so ein bisschen reingequetscht ist. Jetzt werden wir auf den Trampolin springen und es probiert dadurch so ein bisschen reinzumachen. Also nicht nachmachen, Freunde. Bereit, Chrissy? Ja. Okay, 3, 2, 1. Oh! Oh! Jo, hier. Oh ja. Oh Gott. Oh ja. Meinst du, es geht rein? Ich denke ja. Ja, wir haben einen Irrkraut-Trampolin. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja! Ja! Es ist drin, jawoll! Leute, jetzt geht das erste Mal rein. Oh Gott. Ey Leute, ein bisschen eng. Ui. Aber man sieht tatsächlich, es ist irgendwie, es steht noch nicht komplett. Das ist einfach so nice. Ich wollte schon immer mal einen Trampolin im Boden haben. Also klatsch ein. Gut, Schlag ein. Gut, dass wir es so gut geschafft haben. Und Freunde, ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine fette Trampolin-Session, bevor wir das Trampolin einrichten. Wir haben da auch schon mal ein Trampolin hingestellt. Und mal gucken, wie heftig die Sprungkraft ist. Oh ja, 2,5. Oh. Die Trampolin-Session hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und jetzt geht's ans Einrichten mit Papa als Boden und Paletten als Tisch oder Sitzbank. Wie ihr ja wisst, sitzen wir hier unten in diesem sehr interessanten Keller-Trampolin-Bunker und Willi wird jetzt einfach mal oben drauf springen. Das war deine Kamera. Ja gut, das ist jetzt... Leute, ich weiß nicht, wie Winnie da schon ein Go gehört hat, aber jetzt, go! Okay. Und? Ja, das ist schon ziemlich nah. Sehr wild. Ich werde kaufen Stöcke. Kaufen Sie meine Stöcke, bitte. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Und du auch hallo. Ja, hallo. Hallo! Foxy, Foxy. Wir haben jetzt mal unsere beiden Hunde am Start und ich würde sagen, die müssen jetzt auch mal den Bunker begutachten. Foxy hier, Unschi! Hallo! Foxy findet unseren Bunker einfach richtig niedlich. Guck mal, wie er hier einfach sitzt, der Kleine. Der mag den. Bonnie traut sich irgendwie nicht reinzugehen, aber Foxy fand ihn gleich interessant. Ja. Und jetzt werden wir unsere fette Carrera-Bahn aufbauen. Oh, ich freue mich. Ich glaube, Foxy fühlt sich auch richtig wohl hier, weil das wie so ein Fuchsbunker ist. Ne? Ja. Du bist ja mein kleiner Fuchs. Hm? Und ich, oh, bist du süß.
Wir bauen jetzt die Carrera Go Build and Race Bahn auf. Und zwar das gute Stück hier. Da könnt ihr euch mit euren eigenen Klemmbausteinen eure Auto customizen und die Bahn. Ich bin mal echt gespannt, wie das ist. Und das wird jetzt geöffnet. Und jetzt? Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal eine Carrera-Bahn haben. Und jetzt können wir uns die sogar noch selbst gestalten mit allen Klemmbausteinen, sogar mit denen, die ihr zu Hause habt. Ja. Das ist ja cool. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Bahn auf. Unsere Strecke haben wir schon mal aufgebaut und jetzt kommt das Coolste. Und zwar können wir uns unsere eigenen Autos bauen. Zum Glück haben wir noch Klemmbausteine hier zu Hause. Das heißt, mit denen können wir das heftigste Auto bauen. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt. Welches Auto heftiger ist? Meins oder Chrissys? Weißt du, wir müssen einfach so versetzt starten. Ich habe Chrissy so, der kann gar nicht an mir vorbeikommen. Habe ich direkt gewonnen. Weißt du, er nimmt irgendwelche vorgebaute Teile, die er in der Kiste findet. Und macht da jetzt erstmal so einen Rambock draus, Junge. Das sind jetzt unsere heftigsten gebauten Autos. Ihr müsst mal sagen, welches ihr besser findet. Meins oder Chrissys, bevor ihr entscheidet. Falls Chrissy im Ziel ist, starte ich meinen Superjet. Der kann dann einfach so fliegen und Chrissy noch zerstören, kurz bevor er ins Ziel kommt. Warte mal. Aber meiner hat in seinem Superjet sogar noch einen Turboantrieb und die Figur kommt sogar noch mit, ja? Also welchen findet ihr besser? Ich bin mal echt gespannt, ob das funktioniert. Und jetzt werden wir beide an den Start setzen. 3, 2, 1. Oh Mann, ich glaube, ich muss meinen Kampfhubschrauber abmachen. Ich mach meinen auch ab. Nein! Nein! Oh Mann. Was soll das denn? Ja, Leute, ich würde sagen, ich habe den Dreh raus und zwar einfach gedrückt halten. Stopp, stopp! Nein! Ja! Das mach ich! Okay, letzte Runde. Hör doch auf, mein Auto. Warum? Es lief doch so gut. Carrera Go Build and Race, das hat so Spaß gemacht einfach. Ja. Freunde, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Und das Nice ist einfach, dass ihr euch mit euren eigenen Klemmbausteinen, die ihr vielleicht sogar schon zu Hause habt, einfach eure ganzen eigenen Sachen bauen könnt. Hier mit den Autos, ne, dass da so eine Klicker dran sind. Oder man könnte sich auch einfach hier so eine Brücke ranbauen. Werden wir auch safe nochmal machen. Also da kann man so viele Sachen einfach machen. Ist ein Spaß für die ganze Familie. Kann ich euch weiterempfehlen. Habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und Freunde, falls ihr Bock habt, darf für uns unseren Bunker noch weiter einrichten. Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Vielleicht übernachten wir sogar mal drin. Ja. Ne? Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.